Potsdamer Weihnachtsmarkt 2013 wurde am Montag, dem 25.11., durch den Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Herrn Jan Jakobs, gegen 16 Uhr auf dem Luisenplatz eröffnet. Ja, siehst du, wenn ich lache, kannst du es auch. Nimm dein hässliches Gesicht und geh. So. Oh, da bin ich. So, das ist von ganz großer Wichtigkeit, weil wir jedes Jahr erleben, dass wir zunehmend mehr Besucherinnen und Besucher hier haben. Im letzten Jahr sollen es 900.000 gewesen sein und das zeigt ja, das findet eine riesen Resonanz und so ein Weihnachtsmarkt gehört einfach zur Adventszeit mit dazu. Und es kommen ganz viele Leute aus Berlin und auch aus der Umgebung natürlich hierher, um sich hier zu erfreuen. Und das ist ja auch was Schönes. Im Übrigen ist es ja nicht nur dieser Weihnachtsmarkt hier, sondern wir haben 4 insgesamt. Und das macht uns natürlich auch als Weihnachtsmarktstadt hochattraktiv. Wie schwierig ist es mit den Geschäften, die schon hier sind, das immer so zu arrangieren, dass man sich durchgehen lässt und dass man nicht so zu nah dran ist oder drauf ist oder andere. Ja, das ist immer ein sehr aufwendiger Abstimmungsprozess, so will ich es mal bezeichnen. Aber am Ende kommen wir immer zu einem guten Ergebnis. Und man sieht ja, wir haben sogar dieses Jahr mehr sozusagen Buden hier auf der Brandenburger Straße, dass das auch geht, wenn man sich rechtzeitig miteinander in Verbindung setzt. Und die Vorbereitung geht im Februar los und da hat man ja auch genügend Zeit, die unterschiedlichen Interessen aufeinander abzustimmen. Bitte. Applaus, würde ich sagen. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Cornelius, lieber Weihnachtsmann natürlich, liebe Kinder, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Ich weiß, Sie sind ganz ungeduldig, weil gleich der Stollen angeschnitten wird, der wie jedes Jahr von Bäckermeister Schröder gebacken worden ist. Das ist die längste Stolle Mitteleuropas, würde ich sagen, mindestens. Und wir werden gleich daran gehen, dann den Stollen zu verteilen. Zunächst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Cornelius, und bei Herrn Hayek natürlich bedanken dafür, dass Sie wieder alles Mögliche unternommen haben, um den Potsdamerinnen und Potsdamern, aber natürlich auch den vielen Gästen hier einen wunderschönen Weihnachtsmarkt wieder zu präsentieren. Und ich finde, meine Damen und Herren, allein das, was wir heute schon sehen, ist ein Applaus wert, oder? Ja, das hört sich jetzt nicht so doll an, aber das hat vermutlich was damit zu tun, weil die meisten Menschen Handschuhe anhaben. Das wollen wir an dieser Stelle auch nochmal sagen. Aber die Begeisterung ist da und ich bin mir sicher, Herr Cornelius, die 900.000 Besucherinnen und Besucher des letzten Jahres, die werden mit Sicherheit übertroffen werden. Und ich denke, es ist ja sehr schön, dass wir hier unsere Vorweihnachtszeit durch solche schönen Veranstaltungen, wie wir sie hier erleben dürfen, dann auch bereichern. Hier auf dem Luisenplatz wird es wie immer Theater geben, aber es ist auch für alle Menschen, was da, meine Damen und Herren, es sind die unterschiedlichsten Angebote da. Sie können einkaufen gehen, Sie können sich aber auch amüsieren, Sie können vor allem gut essen und natürlich auch gut trinken, sodass Sie sich sozusagen langsam auf das Weihnachtsfest auch einstimmen können. Ich will an dieser Stelle betonen, dass wir eine Neuerung haben und diese Neuerung besteht darin, dass wir wieder zur traditionellen Tanne zurückgekehrt sind. Ja? Also der Applaus, Herr Cornelius, war jetzt stärker als vorher. Das heißt, Sie haben offensichtlich das Herz getroffen und Sie haben genau zugehört, was die Potsdamer Bevölkerung will. Und Sie will einen schönen
einen natürlichen Weihnachtsbaum und diesem Wunsch ist Rechnung getragen worden. Aber es ist natürlich auch ein Weihnachtsbaum, der anknüpft an die Tradition, die wir vorher hatten. Er hat wie viele blaue Sternchen? Also ich habe, Herr Hayek, wie viele blaue Sternchen? Fünf. Er hat 100, eine Hand. 100 hat er gesagt. Wer bietet mehr? Also 105, einigen wir uns darauf. Und dieser Weihnachtsbaum, der wird gleich auch in Gang gesetzt. Noch nicht, Herr Hayek, noch sind wir nicht so weit. Denn wir wollen uns noch ein wenig gedulden, ein bisschen Vorfreude auf den Stollen. Ich mache es spannend jetzt ein bisschen, ne? Aber das gehört auf alle Fälle mit dazu, meine Damen und Herren. Wir wünschen uns natürlich, dass viele Gäste herkommen, Herr Cornelius. Herzlichen Dank nochmal für Ihr Engagement. Eins will ich dann nochmal betonen, meine Damen und Herren. Es ist natürlich sehr schade, dass der Nikolaus, St. Nikolaus, also das Sinterklaasfest dieses Jahr nicht stattfinden kann. Das musste ja bedauerlicherweise abgesagt werden und insoweit ist die Weihnachtsvorfreude um eine Attraktion geringer. Aber wir setzen alles daran, dass wir das im nächsten Jahr dann auch auf alle Fälle dann wieder hier haben. Und Herr Cornelius, Sie würden auch bereitstehen, das mit zu unterstützen, oder? Ja, das habe ich schon mehrmals gesagt. Wir haben schon die nötigen Leute, die das durchführen können, haben wir schon Kontakt aufgenommen. Und es liegt jetzt nur noch an Herrn Göbel. Der soll natürlich unbedingt eingebunden werden, weil er hat dieser Veranstaltung ein Flair gegeben, was kein anderer erreichen kann. Er hat die Verbindung nach Holland und das muss erhalten bleiben. Das passt zu Potsdam im holländischen Viertel. Das ist ein Kulturgut geradezu. Und deshalb werden wir alles tun, dass das wieder so schön durchgeführt wird wie in der Vergangenheit. Und das werden wir auch als Stadt unterstützen. Und der Weihnachtsmann, den würde ich gerne nochmal fragen, wie ist die Stimmung so hier? Also wir haben bis jetzt gehört, hier in der Straße, die wir runtergefahren sind, die Brandenburger Straße, dass die Stimmung hier ganz, ganz toll war. Und ich habe so viele lachende Gesichter gesehen. Und wenn lachende Gesichter zu sehen sind, dann ist die Freude. Dann ist die Freude da, sie hat Einzug gehalten. Und Potsdam ist eine wunderschöne Stadt. Wir kommen hier jedes Jahr gerne wieder her. Und ich wünsche allen ein segnlich gesegnetes, fröhliches Weihnachtsfest. Kann man das schöner sagen, meine Damen und Herren? Natürlich nicht. Danke, Weihnachtsmann. Ja? So, und jetzt geht es gleich mit dem Stollen los. Zunächst aber einmal Herr Hayek. Herr Hayek, der telefoniert schon wieder mit Australien. Da macht er nämlich auch Weihnachtsmärkte. Ich sage jetzt, Licht an. Mal sehen, ob sein Handy funktioniert. Sehen wir was? Ist an? Noch nicht? Herr Hayek, was macht das Licht? Ist an. Oh! Und jetzt schneiden wir den Stollen an, meine Damen und Herren. Dankeschön.